no ar. Pois se nada de um jogo, está tão bom, tem que ter win or they lose. E essa moda rap, esse party, eu me chuso. Rasta, mas com o meu brinco, TTIP. Das ultimative Konzept, um alle europäischen und amerikanischen Bürger in die Leibeigenschaft großer Konzerne zu pressen. Es ist eine einzige Vergewaltigung der menschlichen Spezies und Ausgeburt teuflischster Fantasien. Ein Plan von Verbrechern für Verbrecher zur Beendigung aller menschlichen Freiheit in der westlichen Hemisphäre. So dermaßen klandestin waren die Verhandlungen, dass sie sicher waren, es würde nicht sickern, und dennoch es sickerte. Hier die Reaktionen in Hamburg am 17. September. Die Menschen vor dem Hamburger Rathaus sind zornig. Und das aus gutem Grund. Hier ein paar Stimmen aus dem Volk. Mit CETA und TTIP wird Demokratie ausgehebelt. Konzerne bekommen die Möglichkeit, Staaten zu verklagen für Umwelt- und Sozialgesetze. Staaten beispielsweise haben nicht die gleichen Klagemöglichkeiten. Das ist ein ungerechtes System und das darf nicht eingeführt werden. Er bringt Misstrauen gegen diese Abkommen, weil das alles so geheim gehalten wird. Diese Geheimhalterei geht mir auf die Eierstöcke und zwar gewaltig. Wir werden es nicht hinnehmen, auch als Gewerkschafter nicht, dass Konzerne letztendlich entscheiden, ob Gewerkschaften Handelshemmnisse sind. Ja. Denn wenn wir für Tarifverträge streiten, wenn es den Gewerkschaften mit zu verdanken ist, dass wir einen Mindestlohn haben, der natürlich die Profite schmälert, dann kann es nicht richtig sein, dass irgendein Konzern die Bundesregierung verklagt, weil wir für bessere und menschengerechte Arbeitsbedingungen sorgen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein großes Signal werden heute. Ich hoffe, die SPD ist klug genug. Und wenn nicht, werden wir weiter. Das war übrigens der Veranstalter höchstpersönlich, der die Demo angemeldet hat. Und dass er nicht allein ist mit seiner Meinung, das sieht man. There would be no end, just hustling the cell. The men's a sweet side, a color so high, a jump with their glass, a kick in your ass. So what about the lunch? We need a couple bucks and it's alright. Whoa, you're gonna be the best with a cocaine in your hand and it's alright. So bad, I'll be a flag lost in the wild side. So pass on the side of circuit, your pictures love your mother. Wie das Abkommen es jetzt vorsieht, ist es unter anderem ein Türöffner für die grüne Gentechnik. Okay, für alle, die es noch nicht wissen, hier nochmal die Nachteile. Zum Beispiel Geheimhaltung des Verhandlungsinhaltes. Worüber genau verhandelt wird, das wissen nur die Lobbyisten. Unsere Politiker, die geben sich einfach damit zufrieden, keine Ahnung zu haben, worum es geht, obwohl sie letztlich darüber abstimmen. Amerikanische Lebensmittelstandards à la McDonald's. In Amerika müssen Konzerne nicht nachweisen, dass ihr Essen unbedenklich ist. Erst wenn den Verbrauchern Beulen auf der Haut wachsen, dann können diese gegen die Konzerne klagen. Vorausgesetzt, sie können deren Schuld beweisen. Investorenschutz. Schönes Wort, aber was heißt das wirklich? Hier ein Beispiel. Der schwedische Energieriese Vattenfall verklagt gerade die Bundesrepublik Deutschland auf 5 Milliarden Euro Schadensersatz wegen entgangener Gewinne. Warum? Weil die Bundesregierung nach Fukushima unsere Kernkraftwerke stillgelegt hat. Mit TTIP nehme das Ganze noch viel riesigere Dimensionen an. Jeder x-beliebige Konzern, der durch irgendeine politische Entscheidung auf Bundesebene seine Gewinnaussichten geschmälert sieht, der könnte dann gegen uns klagen, und das noch nicht mal vor einem ordentlichen Gerichtshof, sondern vor anonymen, geheimen Schiedsgerichten, in denen vermutlich noch nicht mal Juristen sitzen. Naja gut, einen Vorteil gibt's, nämlich Wirtschaftswachstum, sagt man uns.
Wie wir heute wissen, beträgt das reale Wirtschaftswachstum durch TTIP in den nächsten 20 Jahren allerdings gerade einmal 0,5%. Wenn man bedenkt, dass wir den Amis zuerst auch noch ihre wertlosen Dollars abkaufen müssen, damit die ihre Importschulden bei uns begleichen können, klingt das für mich irgendwie nach einem schlechten Geschäft. Dafür würden aber all unsere öffentlichen Errungenschaften wie Schulen, Krankenhäuser, die städtische Müllabfuhr, die Wasserversorgung und so weiter in private Hände übergehen und dann wären wir so richtig am Ende. Man kann den Menschen viel vorwerfen, aber nicht, dass sie dumm sind. Darum treffen sie sich zum Protestieren und haben auch noch Spaß dabei. Okay, Bizarres gibt es offenbar nicht nur im Europaparlament. Mit den anderen Städten und wir haben die Zahlen für alle 7 Städte bekommen. Wollen Sie wissen? Wir verraten Sie aber.
aber nicht. 2 Millionen. So, fangen wir an mit Berlin. In Berlin sind heute 70.000 Menschen auf die Straße gegangen. Stopp, Rita, stopp, Titel! Sind das unsere 10 Millionen oder sagen, was sie wollen? In Frankfurt sind 50.000 Menschen auf die Straße gegangen. Stopp, Titel! In Köln am Rhein sind heute, auch bei Sonnenschein, 55.000 Menschen auf die Straße gegangen. Gegen CETA, gegen TTIP. In Leipzig waren 15.000 Menschen unterwegs. Stopp TTIP, stopp CETA. Und im Ländle in Stuttgart, heute Morgen noch mit Regen geplagt, wie wir hier, sind heute 40.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das ist großartig! Und München, die hatten es am schwersten mit dem Wetter. Regen, Sturm, aber es waren 25.000 Menschen in München unterwegs. Stopp TTIP, stopp CETA. So, und die Frage, die uns hier natürlich am meisten interessiert, wie viel waren wir hier? Wir sehen unsere Nachbarn hier, wir sehen, dass es sehr, sehr, sehr viele in Hamburg geworden sind.